Glück auf und willkommen zurück bei Child of Light. In dieser Folge geht es dann endlich gegen die Boss-Spinne. Los, Spinne, zeig dich und kämpfe auf drei. Eins, zwei, drei. Wart ab, kleines Mädchen, für dich ist es vorbei. Ich hab Gänsehaut. Leute, Leute, Leute. Jetzt geht die Party. Steine. Vielleicht können wir sie erlähmen. Vielleicht können wir sie erlähmen. Ja. Ziel erfüllt. Ich will einfach nur erstmal keine Hits von dem großen Vieh abbekommen. Von den kleinen ist es erstmal nicht so schlimm. Ah, verdammt. Geslowt. Und die andere slowt jetzt Aurora. Doch nicht, gut. So. Nein, wie schnell ist die? Nee, 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 da muss ich ein... Eins von beiden klappt jetzt nicht. Oh, klar, gelähmt. Und das mitten im Angriff. Und jetzt habe ich es auch noch... Ey, na klasse. Verdammt. Na gut, wer hätte erwartet, dass es leicht wird? Keiner, denke ich. Wir müssen dauerhaft die Große hier slowen. Ist trotzdem noch mega schnell, wie ihr seht. Das wird echt nicht einfach. Ich muss erstmal den Schaden erhöhen. Also wie lange will Nora noch gelähmt sein? Jetzt mal ganz ehrlich. Sei nicht mehr gelähmt. Komm jetzt. Ah, oh Mann. Einfach Hieb. Ja, endlich. Die machen aber alle nicht so viel Schaden. Sie macht ja noch relativ viel Schaden. Ah, ich muss. Also, jetzt konzentriere ich mein Feuer erstmal auf die Kleinen, ganz ehrlich. So ungefähr. Erstmal alles auf die obere jetzt. Aber mit Nora schieße ich ja jetzt erst nochmal auf die Große. 33, das ist ja eigentlich gar nichts. So. Starkes Heiltonikum. Es wird unterbrochen. Es wird auf jeden Fall unterbrochen. Einer von denen wird es unterbrechen. Ist ja komisch, wenn sie jetzt alle auf Nora gehen würden. Okay. Lol. Müssen wir jetzt alles auf die obere Spinne konzentrieren. Muss einfach. Bis sie down ist. Allzu viel Leben kann sie nicht mehr haben. Alles auf die obere. Wenn sie jetzt
wieder beide auf Nora gehen, würde ich das natürlich irgendwo schon ein bisschen feiern. Gut. Komm jetzt. Also das macht fast 100 Schaden und das Scheißvieh lebt immer noch. Ah, na gut. War doch nicht so stark, wie ich erwartet habe. Ich hätte es irgendwie stärker erwartet. Mein Glühwurm. Gut, damit ist die eine Spinne erstmal da. So. Tränke, Heiltonikum. Mehr konnte ich jetzt gerade erstmal nicht machen. Ah, die ist so ekelhaft, die riesige Spinne. Komm schon, kleine Spinne, greif auch noch zuerst an. Bitte geh auf Aurora, bitte geh auf Aurora. Danke. Oh, jetzt ist sie auch geslowt. So, was klappt das? So. Komm schon, komm schon. Steine. Das ist genau gleich schnell gewesen. Hätte ich echt mal slowen müssen zwischendurch. Verdammt. Ich muss dann erstmal den Speed-Trank jetzt Aurora geben. Auch wenn das richtig eng wird. Scheiße, das ist doch Mitte, genau. Nee, nee, nee. Ach komm, wir machen einfach hier beschleunigen. Eins von beiden wird schon funktionieren. Oh, Doppelspeed, Alter, Digga. Jetzt geht Aurora aber ordentlich ab. Das ist einfach nur. Fupp! Fupp macht er. Fupp! Und dann greift er dich an, so. Fupp! So, erstmal alles auf die vordere Spinne konzentrieren. Und dann können wir das Riesenvieh down machen. Nächste Runde ist sie down, die Kleine. Ah, Leute. Oh oh. Oh oh. Wenn die jetzt Critical setzt. Ach, sehr gut. Aurora kann sich dann selbst heilen, aber erstmal die kleine Spinne jetzt down machen. Ah, oder lähm, ist auch okay. Tränke. Nee, wenn dann schon ein großes Heiltonikum. Alles andere wäre sinnlos gewesen. Ah, gerade falscher Moment. Steine und auf die Kleine. Sieht so ekelhaft aus. Ja, jetzt hat sie sich geheilt, scheiße. Na gut. Glühwurm erstmal heilen lassen. Aber nicht beim Feind. Nur in den eigenen Reihen. So. Nein! Ja, gelähmt. Geil. Lichtstrahl, Sternlicht. Ich glaube, Sternlicht ist die stärkste Attacke und es ist außerdem eine Lichtattacke, wobei ich hoffe, dass sie ja extra Damage macht. Im Hintergrund die Rippen. Mega geil. Sehe ich jetzt erst. Versteinern. Vielleicht können wir es ja gleich wieder slowen. Wir werden sehen. Slowen meine ich, meine natürlich lähm. So. Dings kann sie dann eh nicht mehr einholen, dann gibt's ordentlich auf die Fraser.
genauso. Ja, wieder gelähmt. Nice. So. Nehmen wir mal Lichtstrahl. Lähmung lässt nach, dann müssen wir gleich wieder slowen. Lichtstrahl. Haben wir das überhaupt schon mal benutzt? Ich weiß es gar nicht. 112, Alter. Wenn wir jetzt noch extra Stärke hätten, dann hätten wir die jetzt so weggemacht. Weggenatzt hätten wir die dann. Scheibenkleister. Wiener Würstchen! Ja, komm. Ja, der Damage ist aber immer nicht so hoch. Als Konter hat das Ding Beschleunigung. Was ist denn das? Machen wir halt das. Gegeneffekt. Jetzt haben wir es aber geslowt. Ordentlich geslowt. So, zack. Nee. Sternlicht. Hiermit kann es ja passieren, dass man so. Komm schon. Gut, kein Konter. Na, scheiß Konter. Ich hab's schon fast befürchtet. Jetzt gibt's erstmal ein Sternlicht drauf. Schön 140 Attack Damage, geil. Allzu lange kann das Vieh auch nicht mehr leben. So. Einlullen. Ah, das machen wir trotzdem weiter. Slow mal das Ding erstmal. Lichtstrahl. Für zweimal Lichtstrahl reicht es auf jeden Fall noch. Es wird eng! Oh! Da ging mir jetzt schon. Das war jetzt schon kurz spannend. Hey, klar. Das kontert ja auch fast alles. Tränke. Beschleunigung. Eindull-Elixier. Wirf es. So wollte ich das. Ah. Damn it. Setzen wir trotzdem nicht. Okay. Gelähmt. Was soll's? Lähmung ist zwar nicht allzu gut, aber was soll's? Komm, Aurora, komm, 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 ja, bam. So, handeln. Ah, verdammte Axt. Na gut, es greift ja nicht an. Aber dem nicht. Wert in der nächsten Runde macht es ja wieder so einen Angriff, der alle beide Parteien, der Aurora und Nora trifft. Und das ist dann nicht so gut. So, dann machen wir das gleich mal mit dem Angriff. So, bam. Und gelähmt, nice. Das ist nice. Scheiße. Einfacher Hieb. Hm, da wird sie sich jetzt wahrscheinlich wieder beschleunigen. Mit dem scheiß Konter. Gut, sie kann nicht kontern im Gelähmten. Das ist schon mal gut. So, Tränke, Zaubertrank. So, für Aurora. Dass die wieder Dings einsetzen kann. Den Lichtstrahl. Nein!
Ach, gar kein Angriff, na gut. Auch okay. Ich hab schon gedacht, jetzt bringt's Aurora raus, weil das wäre richtig mies gewesen. Ey, komm schon, das Ding hat doch jetzt bestimmt schon 1000 eingesteckt oder sogar noch mehr. Das ist einfach so, das Vieh ist so. Das steckt so scheiße viel ein, dann hat's doch so eine übelst fette Rüstung. Ich meine, die Angriffe haben normalerweise um die 100 Schaden gemacht, hier machen sie gerade mal 33. Ne, ich muss einen Trank des Slowness schmeißen. 1-0 Elixier. 1-0 Elixier. Was anderes. Aber so viel Elixier habe ich noch nie gebraucht, ganz ehrlich. Bitte nicht! Scheibenkleister. Kurzes Heiltonikum rein. Pfeif weg den Scheiß! Hinter die Kiemen damit! Wieder nur. Okay. Lichtstrahl. Und. Komm, so. Naja, soll auch mal den Zaubertrank selber nehmen. Ich hätte eigentlich auch das Glühwurm-Elixier nehmen können, aber naja. Oh, hier oben ist ja noch eine. Hab ich gar nicht gesehen. Das hätte mir ja ruhig mal jemand sagen können. Ja. War klar, dass die Attacke kommt. Aber Nora ist ja wunderhübsch ausgewichen. Wunderhübsch ist er ausgewichen. Jetzt müsste es aber gleich down sein. Die scheiß Spinne. Die Lichtstrahl. Komm, komm, komm jetzt. Machst du down. Ja, endlich. 17.000. Das reicht mit Sicherheit nicht mal für zwei Level bei Aurora, es war so klar. Oh, geil. Endlich down, das Drecksvieh, ey. Ja, auch ein Level. Sie auch eins. Er ist zwei Level, okay. Ausweichen, Sternstaub. Oh, nice. Magnus' Blut fließt wieder ganz befreit. Und hoffentlich für lange Zeit. Bulmus Populi, hört her. Magnus' Herz schlägt wieder laut und klar. Gerettet habe ich unser Geschäft. Die Kammer ist offen, befreit von der Königin Gefahr. Prinzessin, Aurora bitteschön, der Herr. Ich danke euch in der Bulmus Namen, Aurora. Jetzt, mit frischem Kapital in der Hand, erschallt unser Marktruf wieder in den goldenen Eben von Lemuria. Du bist so gut. Du machst mir Mut. Dein Handeln war edel, Aurora. Ich liebe dich auch, Nora. Robert, die Beförderung hast du sicher. Oh, Marguerite. Was war das für ein Gekicher? Marguerite. Deine Stimme klingt wie Marktgeschrei. Dein Lächeln ist schön wie Wertpapier. Magna ist gesund, die Kammer frei. Alles für deine Pfote, die Kleine. Schönste Margarete, willst du werden die meine? Ich bin weder Marktstand noch
Spekulant. Robert, was willst du nur mit meiner Hand? Margaret, warte, mein Herz! Fort ist sie, brennend der Schmerz. Alle Hoffnung dahin, der Kummer ist groß. Vielleicht erleichtert diese Flöte dein Los. Oh ja, jetzt spielt sie wieder Flöte. Ich kann nicht pfeifen. Ich lasse es lieber. Dass sie so gut Flöte spielen kann, instinktiv, das ist schon geil. Oder sie hat's gelernt, weiß der ja nicht. Wie sie einfach noch spielt, aber andere Musik einsetzt. Blink, 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 blink. Ich kann nicht blinken. Blink, blink. Oh. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Welch liebliche Melodie. Aber ihren Verlust verwind ich nie. Lebt wohl, meine Freunde. Wir brechen nun auf mit unseren Zelten. Die Bolmus Populi danken euch und werden es euch vergelten. In dieser oder einer anderen Welt. Sprich mit Magna und der Stadt unter der Stadt der Populi. Sonst erreichst du den Tempel in der Höhe nie. Kann er mir nicht vielleicht das Dings geben? So, eins, so, eins, so, eins, zwei. So. Kann er nicht mir vielleicht den Apfel? Etwas Vergleichbares habe ich nie gesehen. Die rose Ohren, Kleider wie Blumen und Parfümgestank. Damen kommen zu mir, ich muss niesen. Und was ist das für ein fauliger Trank? Ein Tee aus Mathildes Wald. Los, nimm ein Glas. Minze? Kann ich bleiben, mir macht's ja Spaß. Leb wohl, meine Freunde. Ach, wenn Liebe sich nur wie die Märkte verhielte. Ich weiß, diese Angelegenheit ist recht heikel. Der Vater seinem Bankier oft übel mitspielte. Wenn Monsieur Moustaches Anlagen Verlust gebracht. Sicher, der Markt kann unvorhersehbar sein. Wird ein Geschäft nicht gründlich bedacht? Wartet Monsieur Moustache, war sein Name. Nennt ihn nicht so, er ist leicht aufgebracht. Um den ganzen Kopf kräuselt sich ein gewaltiger Bart. Und ein Pomade hat er dabei nie gespart an Pomade. Deshalb nannten Vater und ich ihn der Art. Okay, dann gehen wir jetzt raus auf den Markt und ja. So, wir schmeißen noch schnell das hier den Dings rein. Den Ausweichsternstaub. 4, die hat 15%, Alter, 21. Wow, das hat uns jetzt 1% angehoben. Hilf, damit Rubella ihren Bruder aufspürt zum Zirkus der Ebene, bla bla. Fülle das Händlers Herausforderung schon bald. Mach seinen Apfel zu Gold in Eben oder in Ebene oder Wald. Fertigkeiten. Oh, Kuli. Haben wir hier irgendwas Neues? Nope. Na gut, wir haben die Spinne besiegt. Das ekelhafte, riesige Vieh, was ordentlich lange durchgehalten hat. Und in der nächsten Folge. Jetzt ist mir der Controller runtergefallen. Gehen wir auf den Berg. Und ich würde mal sagen, bis dahin, bleibt gespannt, was da oben passiert. Ich bin's auf jeden Fall. Und bis dahin, ciao.